Der Sehnsuchtsort aller Russlandreisenden. Hier bin ich Amerika näher als Europa. Umgeben vom Meer, geprägt von Vulkanen. Kamtschatka, am Ende der Welt. Ein idealer Ort für Abenteurer. Früher militärisches Sperrgebiet, dann über Jahrzehnte im Dornröschenschlaf versunken, ist Kamtschatka heute lebendiger denn je. Kamtschatka klingt nach einem Paradies. Großartige Natur, romantische Berge, der Ozean. Aber die Wirklichkeit sieht wie so oft ganz anders aus. Diese Wirklichkeit erlebe ich auf der westlichen Seite der Halbinsel, am Ochotkischen Meer in Oktjabrski, einem Fischerdorf mit 1.500 Einwohnern. Zu Sowjetzeiten lebten hier bis zu 6.000 Menschen. Sie hatten Arbeit in den staatlichen Fischerfabriken. Die meisten haben längst dicht gemacht. Seitdem ist Oktjabrski ein Tummelplatz für alle, die Geld verdienen wollen mit Fischfang. Vor allem mit Wildlachs. Ein Viertel aller Wildlachse im Nordpazifik kommt aus Kamtschatka. Alle paar hundert Meter entstehen diese provisorischen Fischerhütten anstelle der großen Fabriken. Er besitzt eine davon, Andrei. Seinen Nachnamen möchte er lieber nicht nennen. Dort baue ich gerade drei neue Zimmer für meine Mitarbeiter an, mit Esszimmer und Fernsehanschluss. Seine Mitarbeiter, das sind ein Dutzend Koryaken und Itelmenen. Sie gehören zu den ursprünglichen Volksgruppen Kamtschatkas. Andrei ist einer der wenigen, die mit mir sprechen wollen. Schließlich geht es hier um Fisch. Und Fisch ist Geld auf Kamtschatka, viel Geld. Und wo viel Geld ist, werden die Regeln für den Gelderwerb zum eigenen Vorteil interpretiert. Guck mal, diese Schollen da. Nimm die mit. Das, was Andrei und seine Männer tun, ist eigentlich illegal. Netzfischen. Aber die Regeln seien so widersprüchlich und kompliziert, beschwert sich der Fischer, dass er lieber auf die eigene Lebenserfahrung setze. Das Meer ist mein Lehrer. Wie einen Jäger lehrt es mich, wann und wo ich Tiere erlegen kann. Das ist Philosophie, Lebensphilosophie. Die Urvölker sollen beschäftigt werden. Deshalb haben sie als Fischer mehr Rechte als Russen. Nimm die in die Mitte. Die ist okay. Für Koryaken und Itelmenen gibt es Ausnahmen. Sie dürfen mit dem Netz fischen, weil das zu ihrer traditionellen Lebensweise gehört. Und von den Ausnahmen gibt es wiederum Ausnahmen. Wertvolle Fische müssen zurück ins Meer. Darüber regt sich Andrei auf. Auf Kamtschatka gibt es zwei Urvölker, Itelmenen und Koryaken. Sie genießen einen besonderen Status. Die Beamten aber, die hier ihre Regeln aufstellen, wollen nicht einmal in die Geschichtsbücher schauen. Den Begriff wertvolle Fische gibt es zwar im industriellen Fischfang, aber nicht im Leben der Urvölker. Sie kennen einfach nur Fisch. Und Fisch gibt ihnen Leben. Dass die Beamten großzügiger sind, wenn großzügigere Summen gezahlt werden, erfahre ich bei meinem kleinen Ausflug zum Bolschaja Reka in eine Bucht des Ochotkischen Meeres. Hier treffe ich Touristen, die für viel Geld eine Lizenz zum Fischen von Wildlachs bekommen. Sogar dann, wenn der sogenannte Chavicha, also der besonders wertvolle Königslachs, zum Laichen an seinen Ursprungsort kommt, in den Fluss. Idealerweise fangen wir natürlich die Mütterchen, die weiblichen Fische also. Aber heute gibt's nur einen Jungen, kein Kaviar also. Sonst würden wir zuerst Kaviar essen und dann schön das Fleisch. Den Fisch selbst also. Die Wildlachsfischerei soll Touristen nach Kamtschatka locken. Noch trauen sich wenige hierher. Ein Segen für die fast unberührte Natur der Halbinsel. Der Konflikt in der Ukraine, westliche Sanktionen gegen Russland und andere Probleme, die so wichtig sind in Moskau und in Europa. Hier am anderen Ende der Welt geht's nur um den Fisch. Und der wird manchmal auch tonnenweise einfach angeschwemmt. Wie dieser Kapellan am Ufer des Ochotkischen Meeres. Ich bin zurück bei den Fischern von Oktjabrski.
einer armen Siedlung reich an Fisch. Es gibt hier sehr viel Fisch. Die Menschen kamen schon immer hierher, um Geld zu verdienen, besonders aus dem Süden Russlands, wo die Löhne viel niedriger sind. Hier rettet der Fisch die Bevölkerung. Ich hoffe, das wird sich so bald nicht ändern. Wie soll man hier sonst überleben? Eine Hoffnung wie vor 100 Jahren. Gesetze hin oder her. Am östlichen Rand von Russland.